Hey, buddy. Whoa, 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 why are you shooting, man? Was geht ab, meine Überlebenskünstler? Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge DayZ Diaries. Wie ihr sehen könnt, bin ich immer noch auf dem Airfield und wie ich beim letzten Mal ja schon gesagt habe, wir versuchen jetzt natürlich andere Spieler zu finden und natürlich den Dosenspeck, Leute. Den habe ich natürlich nicht vergessen. Ich brauche unbedingt was zu essen und ich weiß nicht, was jetzt gerade so auf dem Server abgeht. Ich habe mich jetzt gerade eben erst eingeloggt, muss ich ehrlich sein, und der ist auf jeden Fall hoch besucht. Kann auf jeden Fall sein, dass wir hier auf dem Airfield auf ein paar Leute treffen werden. Ich hoffe natürlich, dass es freundlich ausgeht. Wenn nicht, müssen wir natürlich schießen. Und was mir natürlich auch noch aufgefallen ist, dass ich hier in meiner Schrotflinte Gummigeschosse drin habe. Das heißt, wenn ich jemanden damit erschieße, stirbt er nicht, sondern wird wahrscheinlich nur bewusstlos. Und das ist doch eigentlich mal ein ganz guter Anfang, wenn wir dann auch jemanden nicht gleich töten. Sondern ihn erstmal bewusstlos schießen. Hört sich zwar ein bisschen komisch an. Und dann können wir ihn rein theoretisch fragen, warum er denn uns töten wollte, wenn wir es bis dahin schaffen. So. Jetzt renne ich trotzdem mal ganz kurz darüber. Okay, es liegt noch einiges an Loot wieder hier. Es wurde nicht alles gelootet oder beziehungsweise ist wahrscheinlich wieder nachgespawnt. Aber leider nicht das, was ich brauche. Das ist bitter. Der Zombie da oben, der hat auch eine eigene Mission. Ich habe so viel Kram dabei. Okay, Leute, kleine Planänderung. Ich wollte eigentlich mich auf den Weg machen zu den südlichen Baracken im Airfield. Aber ich dachte mir, nee, komm, scheiß drauf. Wir gehen jetzt hier in den Tower und besetzen den einfach mal. Vielleicht kommen da ja ein paar Spieler vorbei, die freundlich sind. Und vielleicht hat ja der ein oder andere Medizin dabei. Oder vielleicht was zu essen. Wir müssen einfach mal hoffen, dass wir nicht gleich über den Haufen geballert werden. Oben sieht eigentlich relativ ruhig aus. Gut, das Gebäude ist an sich geschlossen. Okay, hier. Das Prison ist auf jeden Fall offen. Es kann gut möglich sein, dass hier welche schon drin sind. Ich gehe da jetzt einfach mal rein. Hello? Someone here? Jetzt hat noch keiner geantwortet. Muss nicht heißen, dass hier keiner ist. Wir probieren es gleich mal hier im Treppenhaus. Oh. Ich gehe jetzt von Stock zu Stock, Leute. Okay. Das ist schon mal safe. Was lag da? Eine Weste habe ich schon. Brauche ich nicht. Bitter, bitter, bitter. Ich habe das alles zu. Okay, da habe ich doch gerade Schritte gehört, oder? Hello? Buddy? Komm, ich push da kurz hoch. Ich war der Meinung, ich hätte Schritte gehört. Ja, komm, jetzt gehen wir ganz hoch. Ich muss sicher gehen, dass hier wirklich keiner ist. Nein, sieht gut aus. Hier ist kein Mensch. Hätte ich jetzt ein Auto, hätte ich jetzt eine LKW-Batterie, würde ich das Ding benutzen. Und alle hierher rufen. Okay, ich glaube, es bringt nichts.
Ja, ich glaube, es bringt nichts. Ich glaube, wir laufen jetzt einfach mal wieder weiter. Ich habe gedacht, wenn wir hier in dem Tower sind und einfach ein Weilchen warten. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe bestimmt 20 Minuten gewartet und habe da oben eigentlich nur Blödsinn gemacht. Dass eigentlich irgendwelche Leute hier irgendwie in die Nähe kommen. Das war ein absoluter Fehlgriff hier. Deswegen werde ich gucken, dass ich jetzt wieder weiter in den Süden vom Airfield laufe. Um da einfach vielleicht die Chance zu haben, auf jemanden zu treffen. Das Blöde ist halt jetzt aber auch, dass ich jetzt hier niese und huste. Verrät mich natürlich relativ schnell, wenn wirklich irgendwelche Spieler bei mir in der Nähe sind. Und die sind dann natürlich auch deutlich vorsichtiger, wenn die mich hören. Keine Ahnung, ich muss jetzt einfach mal auf mich zukommen lassen. Ich weiß nicht genau, was passieren wird. Und wenn der natürlich, oder mein Charakter jetzt natürlich im falschen Moment anfängt zu husten oder zu niesen, das kann natürlich schnell nach hinten losgehen. Gleich im Anschluss habe ich noch eine Kas-74U auf dem Airfield gefunden und ich dachte mir, ich muss jetzt Richtung Staris Sobor reisen, um einfach in ein Hospiz zu kommen, um meine Krankheit in den Griff zu bekommen. Das Problem ist nur, in Staris Sobor bin ich in einen Hinterhalt gekommen. So, kleines Update, liebe Leute. Ich habe Staris Sobor jetzt erreicht. Vor mir sieht man auch schon die Kirche von der kleinen Stadt. Weiter rechts da davon ist natürlich eine Klinik. Dort laufe ich jetzt natürlich erstmal hin, um zu gucken, dass ich irgendwie irgendwas bekomme. Aktivkohle, Tetacryl, ihr wisst Bescheid, Leute. Ich will hier nicht an der Krankheit verenden. Hey, Buddy. Whoa, why are you shooting, man? Why are you guys shooting? Who else? Oh my god, Leute. Okay, ich werde wahrscheinlich drauf gehen. Ich muss mich schnell verbinden. Es kann sein, dass ich nämlich drauf gehe. Da möchte man nur gesund werden, muss jetzt gleich hier zwei Leute töten. Wieso haben die denn gleich geschossen? Okay, ich hatte... Gott sei Dank haben die mich nicht wirklich erwischt. Aber ich habe nur noch die USG. Jetzt weiß ich auch nicht. Waren die alleine? Leben die noch? Nee, die leben nicht mehr. Das heißt, ich lege mich jetzt hier mal ganz kurz hin. Ich sehe nämlich gerade... Okay. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Ich muss mich ganz kurz irgendwo einsperren. Oh, da kann ich mich nicht einsperren. Gut, aber die sind tot. Das war jetzt wichtig. Bleib draußen. Uff, Leute. Da kam ja mal ein bisschen Action. Aber ich habe aber auch sehr, sehr dumm gespielt, Leute. Ich hätte ganz anders um die Ecke gehen sollen. Aber die waren wahrscheinlich nicht ganz so geübt in Daisy, die Guten. Ich würde sagen, ich peppel mich jetzt hier ganz kurz auf, warte, bis die Zombie-Horde da draußen weg ist. Und dann habe ich die Tetacryl. Ja, ich habe sie gleich eingepackt. Okay, gleich mal hinter die Kiemen binden. Aber ich verstehe es nicht. Wieso haben die denn jetzt gleich geschossen? Okay, ich bin militärisch ausgerüstet. Okay, ich bin mit der Waffe gezogen, gelaufen. Okay, das kann ich alles verstehen. Aber dann sprech doch mit mir. Ich habe ja versucht, mit denen zu reden. Und keiner hat irgendwie Anstanden gemacht, eine Antwort zu geben. Die wollten mich gleich umbringen. So, jetzt baller ich mir nochmal Tetacryl. Ich weiß nicht, ob ich so viele Tabletten gleichzeitig nehmen kann, aber ich peppel mich jetzt hier erstmal richtig schön auf. Und dann geht's weiter. Ich weiß auch nicht, wie viele das waren. Also zwei habe ich jetzt gekillt. Aber ich weiß nicht, ob das eine größere Gruppe ist. Und das Husten und Niesen, das verbessert meine Situation jetzt hier gerade überhaupt nicht. Ich muss ruhig sein jetzt. Hört sich an, als ob die Zombies sich wieder beruhigt hätten. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg. Ich habe zwar extrem wenig... Leben. Also das Kreuz ist noch ziemlich rot. Aber ich will schnell gucken, was die haben. Und dann zische ich gleich weiter. Wie gesagt, ich muss zum... Obwohl, eigentlich muss ich jetzt nicht mal mehr zum Hospiz.
Ich habe ja jetzt eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe keine Lust auf Zombie-Aggro. Und ich habe auch keine Lust, dass jetzt nochmal jemand auf mich schießt. In der Hoffnung, dass da keiner aus dem Fenster irgendwie mich abämmt. Okay, jetzt mal schnell. Na? Essen haben sie. Das ist ganz wichtig. Perfekt, das kann ich nicht mal mehr mitnehmen. Dafür lasse ich die Schuhe jetzt fallen. Nimm das Fett noch mit. Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Klebeband nehme ich mit. Ich nehme meine Pumpenmunition. Nehme ich mal mit. Okay. Das war jetzt der eine Dude. Ich würde ganz gerne das Fett noch mitnehmen. Aber irgendwie greift er das sich nicht. Jetzt checke ich noch den anderen Dude. Oder waren es beide? Ja, da ist er. Okay, Freundchen. Du hast hier noch eine FX. Deine Munition wäre ganz cool. Dein Jagdmesser ist ganz cool. Das nehme ich mit. Das Klebeband nehme ich mit. Ansonsten hast du auch nur Trash. Und genau deswegen habt ihr von mir auf die Mütze bekommen. Das war ein richtig lauter Schuss. Der muss hier in Starry sein. Vergeblich habe ich alles probiert, um an diese Aktivkohletabletten zu kommen. Es hat leider überhaupt nichts gebracht, ob ausloggen und einloggen und ihn zerlegen. Deswegen dachte ich mir, ich muss jetzt definitiv weiter. Ich muss jetzt so schnell wie möglich in die Klinik kommen, damit ich mich da ein bisschen absafen kann. Und die Klinik muss eigentlich irgendwo da vorne rechts sein. Es bringt mir einfach nichts. Gut, er hustet nicht mehr und niest nicht mehr. Gut, ich denke mal, das kann ich dazu sagen, ist wegen der Antibiotika. Ganz klar. Okay, das ist das Pianohäuschen. Und hinter der Piano müsste eigentlich die Klinik sein. Oder das kleine Hospiz zumindest. Ich muss nur aufpassen, hier in Starry sind ziemlich viele Schüsse gefallen. Und natürlich sollte ich mich eigentlich aus dem Staub machen. Weil die zwei kommen natürlich auch wieder hierher. Und das Problem ist, ich habe natürlich auch geschossen, es war ziemlich laut. Und andere, die natürlich die Schüsse gehört haben, denken sich, okay, what the fuck, was geht da ab? Und wissen gar nicht, dass ich eigentlich aus Notwehr gehandelt habe. Und könnte sein, dass sie mich jetzt hier als Feind sehen. Deswegen sollte ich mich eigentlich echt beeilen, dass ich hier wegkomme. Okay, ich bin schon mal im Hospiz. Das ist schon mal ein Anfang. Machen wir erstmal kurz überall zu. Okay, hier ist zu. Ah, ich weiß nicht, ob die jetzt was fallen oder ob ich hier jetzt was finde. Das Problem ist Blutentnahme, das brauche ich nicht. Ich glaube nämlich, dass die hier waren. Hier liegt nämlich, ja, hier liegen Kugeln. Die haben wahrscheinlich kurz vor mir, haben die den Loot geholt. Und ich kann ihn halt jetzt nicht aufheben. Das ist natürlich sehr, 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 sehr bitter. Ich weiß. Ah gut, die Häuser drumherum könnten natürlich auch noch Tetakryl haben und Aktivkohle. Das definitiv, Leute. Das ist keine gute Ausgangsposition hier. Ich könnte zwar die Häuser drumherum noch looten, weil es könnte sein, dass... Holy shit! Es könnte sein, dass das noch Krankenhausangestellte gewesen sind. Und dass die natürlich da auch noch Aktivkohle oder Tetakryltabletten liegen haben. Deswegen, ich gehe jetzt gleich mal hier vorne in... Na gut, das ist nicht das Pianohäuschen, aber in das rote Haus. Wirst du wohl jetzt über diesen Zaun springen? Danke. Leider habe ich keine medizinischen Mittel in den Häusern drumherum gefunden. Ich würde jetzt sagen, ich bleibe hier in dem Haus, warte die Nacht ab, schlag mein Lager auf. Wir sehen uns auf jeden Fall in dem nächsten Video wieder. Leute, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben, abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal. Even when I'm eternal, I'm an electro, I'm